kleine Stars, ganz groß und mit ganz viel Spaß auf dem Eis. Der Strauß-Pokal ist ein Traditionswettbewerb, den gibt es seit nunmehr 28 Jahren und eine Möglichkeit für gerade die Jungsportler. Es war also mal wieder soweit. Der SC Berlin lud zum mittlerweile ja schon traditionellen Strauß-Pokal, die 28. Auflage, im Sportforum in Hohenschönhausen. Einen Tag lang lief der Nachwuchs im Eiskunstlauf, der aus ganz Deutschland angereist kam, über die Fläche und machte jetzt schon eine gute Figur. Die Läuferinnen und Läufer sind immer, die diese Sportart betreiben, wollen immer mal große Eiskunstläufer werden, zu Europameisterschaften, zu Weltmeisterschaften. Den Start in den Wettkampftag machten die Mädchen der Kategorie 2, das sind die 7- und 8-Jährigen, also die ganz Kleinen. In deren Kategorie war die Konkurrenz aber am größten, denn es gab 4 Einlaufgruppen mit jeweils 6 Sportlern, also das sind relativ viele, die um die Medaillenplätze kämpften. Caroline Frank, Trainerin des SC Berlin, die auch die Jungs in ihrer Trainingsgruppe hat, wirkte mit dem Wettkampf zum Saisonstart äußerst zufrieden. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Natürlich gibt es immer welche, die besonders aufgeregt sind, wo es dann wirklich nach hinten losgeht, wo dann extrem viele Stürze in der Kür drin sind. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden. Und am Mittag waren dann nicht nur die Mädchen dran, auch die Jungs durften ihr Können vor der Jury unter Beweis stellen und versuchten ihre Kür mit Bravour zu bestehen. Ja, und die 10- und 11-Jährigen, die kleinen Eiskunstläuferinnen, Eiskunstläufer, hatten dann am Nachmittag ihren großen Auftritt. Die U11 wird unter anderem von Jürgen Bertgut trainiert, der war mit den Leistungen des Nachwuchses sehr zufrieden. Viele von den Kindern haben ein gutes Ergebnis erreicht, haben die Trainingsleistung bestätigt und der Wettkampfbedingungen. Und das ist immer das Wichtigste. Und ich habe gesehen, dass alle mit dem Herzen dabei waren, dass dieser Wettkampf den Kindern Spaß gemacht hat. Keiner hat im Prinzip enttäuscht, sondern alle können heute zufrieden nach Hause gehen.